jeden Fall auch dabei. 236 zugelassen. Es gab über 2000 Ticketanfragen, also eine wahnsinnige Menge. Die Trainer hätten das natürlich auch gerne mitgenommen, die Fans, die ihre Mannschaften so anpushen. Bamberg Uhlenhorst, ja sowieso einer dieser Traditionsvereine, der sehr, sehr viel mit den Fans arbeitet. Sasel jetzt auch nicht gerade wenig. Aber so ist das halt. Immerhin dürfen Zuschauer dabei sein. So, das wäre für den einen oder anderen Spieler ein Risikopass. Wäre da nicht Adomat, wollte ich gerade sagen. Aber Saad ist hellwach. Das ist eine gute Chance. Elias Saad! Klasse gemacht vom Linksaußen. Und jetzt gibt Nachschussversuch. Er wird natürlich schwierig mit Timjeske auf Flanken zu spielen. Schauen wir aber erstmal auf Elias Saad. Jetzt ist er auf weiter Flur vollkommen alleine. Saad und drüber. Oje Meunier, da wird er sich ärgern. Elias Saad, das war eine Top-Gelegenheit. Toxis steht im Schatten des Schiedsrichters. Jetzt geht der Ball wieder auf rechts. Celikten. Wieder ist einer dazwischen. Gerken. Guter Kopfball. Der ist klasse. Und da ist das 1:0. Toxis. Und der Treffer zählt. 36 Minuten. Zankel um ihn bemüht. Jetzt ist er endlich da aus Sicht von Sasel. 31 Jahre jung. Und das ist klasse, das ist die Chance zum Ausgleich und es ist der beste Mann von BU, es ist Elias Saad. Und jetzt ist alles wieder offen. Intensität sofort erhöht nach der Halbzeit und die Hand dran, Schiri sagt nein. Das war ein klares Handspiel, also jetzt Vorteil für Sasel. Wir beobachten das mal, Celikten. Und das führt nicht zum Tor, die Latte, klasse Chance. Erstmal die Gastgeber über die Mitte mit Toxis. Sucht Jeske. Da kommt Tim Jeske. Und der ist gut. Der ist drin. Aber es ist kein Tor. Es ist eine Abseitsposition, zumindest laut dem Schiedsrichtergespann. Wir schauen sofort auf die Situation. Toxis. Da kommt der Ball. Und die Regie neben mir schüttelt den Kopf und sagt, das war keine Abseitsposition. Ich sag nur, ich bin froh, dass ich kein Schiedsrichter bin. Nochmal Pascal L. Nemre und Schluchtmann auf Eriksen! Das wär's doch gewesen, wenn Moritz Eriksen hier das Tor gegen seinen Bruder macht. War eine schöne Chance, nicht ganz aufs Tor gezogen. Alles oder nichts. Nico Zanke. Und der kommt gut. Und das ist die Chance für Gerken. Oje Meunier, vollkommen frei. Und es ist vor allem die Frage, welche Mannschaft ist nach so einer langen Pause abgezockter, cooler drauf. In 120 Minuten gab es keine eindeutig bessere Mannschaft. Aber eine Sache steht auch fest. Das Abseitstor in der 77. Minute hätte zählen müssen. Und damit wäre Sasel seit über einer halben Stunde durch. So, Adomat gegen Höcker. Und den macht er souverän verwandelt. 2:1. Kommt es darauf an. Klasse gehalten! Von Lasse Eriksen. Und er zeigt, warum er Pokal. Und den macht er unten links rein. Eriksen gegen Eriksen. Jetzt kommt es darauf an. Und er schießt ihn rüber. Das ist nicht zu fassen. BU verschießt zweimal. Jetzt darf er. Und jetzt macht er ihn. Das ist der nächste klasse Geschoss aufzuholen. Janowski trifft. Und er macht ihn. Der TSV Sasel steht im Halbfinale des Hamburger Pokals. Und das ist jetzt Euphorie pur. Und jetzt ist alles andere egal.
Ich will eigentlich gar nicht mehr sagen, schaut es euch einfach noch ein paar Minuten an, es ist zum Genießen. Die Interviews sind übrigens nicht live.